herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Jo, heute habe ich meine Morgenroutine für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wie man sieht, ich habe noch nichts gemacht. Ich werde jetzt ein bisschen mit euch meine Morgenroutine machen. Die ist ein bisschen ausgedehnter, weil es ist heute Sonntag und die Sonne scheint, es ist eigentlich gar keine Morgenroutine. Mein Freund sagte auch eben, mal Claudia, ganz ehrlich, es ist 11:30, das ist doch keine Morgenroutine mehr. Guck mal auf den Tacho. Er hat recht. Aber gut, ich habe noch nichts gemacht. Ich habe eben noch erst einfach ein paar Videos mir angeguckt und rumgesurft und jetzt so langsam denke ich mir, Zähne putzen und fresh machen wäre mal so eine Sache, denn mein Freund ist schon am Kochen. Ich fange an tatsächlich jetzt, dass ich mein Gesicht wasche, weil ich gleich eine Maske auftragen werde. Und dann geht die Party weiter, ne? Jo, los geht's. Zum Gesicht waschen gehe ich hier an meine wundervolle Schublade ran und nehme mir einfach so ein Waschgel raus, den ich mir nass mache. Und dann feuchte ich erstmal mein Gesicht an, gehe grob mit dem Ding hier einmal drüber. Mir hat sich ein Mr. Fred gebildet, der echt nicht mehr schön ist, aber ich hoffe, dass der gleich durch die Maske weggeht oder wenigstens abgeschwächt wird. Man weiß es nicht. So, das Gesicht ist angefeuchtet, dann mache ich mein Waschi noch mal ein bisschen nass. Und dann verwende ich meinen Foam Cleanser, der ist von Yepoda, The Bubble Double, da habe ich tatsächlich auch einen Gutscheincode, ne? Falls ihr ein bisschen was sparen wollt, müsste Claudi 30 sein. Genau, da könnt ihr dann auf der Yepoda Homepage ein bisschen was sparen. Ich gebe mir einfach einen Pumper auf und habe dann hier einfach dieses wunderschöne rosafarbene Bubblekram und damit gehe ich über mein Gesicht. Auch so ein bisschen über den Hals und dann wasche ich mir das runter und dann nochmal mit dem ausgewaschenen Waschi drüber gehen, damit es auch wirklich komplett gereinigt ist. Neben meinem habe ich ein Handtuch, was nur fürs Gesicht ist. Das reinige ich oder wechsle ich regelmäßig aus und dann tupfe ich mein Gesicht einfach mal ein bisschen damit trocken. So. Und als nächsten Step verwende ich jetzt auch tatsächlich eine Maske. Die ist auch von Yepoda und ja, wie gesagt, es ist Sonntag, ich habe eine Mr. Fred Familie, ich möchte heute noch ein paar Videos mit euch zusammen auch drehen und möchte ein bisschen fresher aussehen. Und das macht diese Cetox Maske tatsächlich. Das ist die The Cetox User Fruit Vitamin C Matte Mask und da man die 15 Minuten drauf lassen kann, kann ich in der Zeit meine Zähne putzen. Ich wollte gleich noch Wäsche aus der Waschmaschine rausnehmen und neue Wäsche reinpacken und so weiter und so fort. Und da ist auch so ein Maskenpinsel mit dabei. Der ist ein bisschen klein, aber ja, damit trage ich das dann auf mein Gesicht. Und fällt gerade auf, ich habe Augenpatches vergessen. Die kommen jetzt natürlich auch noch. Die darf ich nicht vergessen. Ich finde Augenpatches einfach auch gerade morgens so wichtig. Hier oben habe ich meine Patches drin. Da habe ich die von Mizon habe ich gerade leer gemacht. Und jetzt habe ich hier die von Benton Snail Bee Ultimate Hydrogel Eye Patches. Genau, die habe ich mal von Yesterday zugeschickt bekommen. Und da, das ist halt so ein Pöttchen. Obwohl, ich habe auch noch so Einmalanwendungen. Theoretisch könnte ich die auch mal machen, oder? Ja, dann, was weg ist, ist weg, oder? Ja, komm, mache ich. Wobei ich gerade nicht an die Schublade komme, weil ihr davor steht. Nein, ich nehme die. Oder nehme ich die? Nein, ich nehme die. Gut, dass ich mich selber entscheiden kann, was ich will. Genau, die müssen halt ja auch ungefähr genauso lange drauf bleiben wie die Maske. Deswegen macht das Sinn. Ich hätte theoretisch auch noch so eine Geschichte von Mutmask, die etwas nur 8 Minuten drauf bleibt. Das mache ich mir dann gerne in der Woche, während ich mir die Zähne putze und so weiter drauf. Aber das hier muss ja ein bisschen länger drauf bleiben. Deswegen kommen die jetzt drauf. Es kommt mit so einem Spatel. Und dann spatel ich mir da eins zurecht. Ich habe von euch gehört, dass man die besser so drauf macht, damit man hier diese Falten auch mit abdecken kann. Das werde ich jetzt mal tatsächlich auch genauso versuchen und machen und auch so drauf lassen. Ihr habt gesagt, das muss so. Ich habe die sonst ja immer gemacht, dass hier unten das Große ist, dass ich quasi meine Augenringe damit so ein bisschen wegkriege. Aber irgendwie sind meine Augen zu groß für dieses Patch. Egal. Während die Maske jetzt einwirkt, werde ich meine Zähne putzen. Da habe ich hier von Oral-B die
Oral-B-Zahnbürste. Da verwende ich die Super Coco Happy Brush Zahnpasta. Die hatte ich mal irgendwo in der Box mit drin. Und ja, die hat am Anfang wirklich nach Kokos geschmeckt. Und da habe ich echt gedacht, oh, never. Aber weil ich nicht unbedingt Kokos beim Zähneputzen haben muss oder irgendwas anderes als Frische im Mund haben möchte, während ich meine Zähne putze. Ja, aber jetzt werde ich meine Zähne putzen. Dann werde ich gleich meine Haare kämmen. Das mache ich mit einer Bürste von... Zara hat mir die geschenkt, genau. Die hatte ich im Tauschpaket mit Zara, im Adventskalender tatsächlich. Da werde ich mir gleich die Haare mit durchkämmen. Dann werde ich, wie gesagt, eben angekündigt Wäsche machen. Und dann sehen wir uns gleich zur Maske abmachen wieder. Irgendwie passt dieses Oberteil nicht unbedingt zusammen mit meinem Gesicht. Deswegen müssen wir die ganze Geschichte hier einmal runterwaschen. Ja, zuallererst nehme ich hier die Augenpatches runter. Die sind anfangs immer etwas... schmierig, ne? Also die flutschen halt runter, aber mit der Zeit werden sie halt immer mehr fester und bleiben dann auch wirklich an Ort und Stelle und sie machen einen schönen Effekt auf dem Auge. Die hellen die ganze Geschichte auf und ja, machen halt die Augenringe weg. Finde ich wirklich klasse. Und jetzt werde ich mein Gesicht waschen und ja, was nehme ich denn da? Was nehme ich denn da, Leute? Was nehme ich denn da? Ich habe hier jetzt einfach so ein großes Make-up-Entferner gedönsen. Das ist von W7 und das mache ich mir nass. Die Maske ist übrigens halt auch richtig hart auf dem Gesicht geworden. Ne? Also das ist halt wirklich eine antrocknende Maske. Und jetzt mache ich mein Gesicht einmal sauber. Ich würde nicht empfehlen, solche antrocknenden Masken in die Nähe eurer Augenpartie zu geben, sprich hier unten drunter. Wenn man doch vielleicht ein bisschen mehr rubbeln muss, um es runterzukriegen, und da die untere Augenpartie sehr empfindlich ist, wäre das eher kontraproduktiv. So, dann einmal noch mit der sauberen Seite, mit der nicht verwendeten Handtuchseite übers Gesicht gehen. Und fertig ist die Laube. Huch, auch jetzt gehe ich wieder mit meinem Handtuch in tupfenden Bewegungen über mein Gesicht. Mr. Fried möchte noch nicht gehen. Vielleicht morgen. So, jetzt haben wir das Gesicht einmal geklärt und es fühlt sich sehr, sehr weich an, sehr angenehm. Es fühlt sich nicht so furztrocken an, wie man das normalerweise bei solchen Gesichtsmasken hat, ne? Die halt so antrocknen. Es geht wirklich klar. Trotzdem, selbstverständlich, jetzt kommt die eigentliche Morgenroutine, sprich die eigentliche Pflegeroutine, die ich mache. Genau, ihr könnt jetzt einmal hier reinschauen. Oh mein Gott, ich hätte hier auch vorher ein bisschen putzen können, wa? Ja, okay. Ihr könnt es einigermaßen sehen. Ich werde jetzt als allererstes von Yepoda The Mist Health verwenden und danach dann die Produkte, die ich mir kurz hier oben rausräumen werde, von Beauty Mate und Dalton. Mist Health ist ein sehr, sehr angenehmer Toner, würde ich dazu sagen. Ein angenehmes Gesichtswasser, was quasi das Gesicht nach der Reinigung und dieser Maskenbehandlung auf die nachfolgende Pflege vorbereitet. Richtig praktisch ist, dass man sich das einfach aufs Gesicht aufsprühen muss, kann, darf, wie auch immer. Und dann tape ich mir das kurz vorsichtig mit meinen Fingern ein. Soll aber noch nicht ganz trocknen. Das kann ruhig so bleiben. Das ist überhaupt kein Problem, weil es ist immer bei mir so eine Sache mit meiner trockenen Haut. Wenn ich Pflegeprodukte aufgebe, es ist immer effektiver, wenn die Haut noch leicht feucht ist. Damit machen wir jetzt auch weiter. Da habe ich von Beauty Mates die Hyaluron Cream Lift. Man kann sich in dem Set-Konfigurator das Set individuell zusammenstellen. Da kannst du entweder tatsächlich dir nur zwei Produkte aussuchen, also quasi eine Creme mit einem Booster oder zwei Booster oder wie auch immer. Und du kannst dich auch vorher so ein bisschen beraten lassen, was du quasi am besten für dich verwenden kannst. Und auch da habe ich einen Rabattcode, Claudia230. Wie gesagt, ich verwende die Produkte, die mir zugeschickt werden, tatsächlich. Und das hier ist auch schon fast leer. Dauert nicht mehr lange. Und genau, da gebe ich mir dann einfach ein bisschen was von auf meinen Finger. Eine kleine Menge, zack, in meiner Hand. Ne? Das ist immer eine gute Kiste. Und ich verwende damit den Anti-Falten-Booster. Das ist dieser hier. Da mache ich mir gleich einen Tropfen von rein. Und ich verwende auch natürlich, wie man offensichtlich sehen kann, den Anti-Pickel-Booster.
die Booster sind viel, viel intensiver konzentriert und viel, viel, ich glaube, dreimal so effektiv und dreimal so hoch konzentriert wie ein ganz normales Gesichtsserum. Das heißt, man braucht da echt nicht viel von. Und deswegen, ja, ne, vermische ich das auch direkt mit der Creme. Das macht auch eine schöne Konsistenz tatsächlich. Das sieht dann so milchig aus auf der Hand. Und das gebe ich mir dann auf mein Gesicht. Und den Hals. Und dann wird das einmassiert. Beauty Max ist halt auch eine sehr cleane Marke. Also die haben sehr, sehr angenehme Inhaltsstoffe. Ich glaube, die arbeiten duftstofffrei und so weiter. Ne? Das habe ich euch eben auch mal eingeblendet. Das ist natürlich auch super hautverträglich und angenehm. Finde ich echt klasse. Und ich bekomme halt auch so einen richtigen Boost jetzt in mein Gesicht rein. Zum einen ist es einfach, weil du halt direkt Serum und Gesichtscreme in einem dir aufgeben kannst. Und zum anderen ist es halt auch dieser Pflegekick, ne? Den du halt direkt nach dem Toner oder dem Gesichtsspray hast, ist enorm. Das ist echt krass. Fühlt sich sehr, sehr schön an. Und mein Gesicht glänzt jetzt auch richtig, ne? Oh, Feuchtigkeit, hallo. Genau, als nächstes gebe ich mir jetzt eine Augencreme auf. Da habe ich von Good Molecules die hier zugeschickt bekommen, die Yerba Mate Wake Up Eye Gel Geschichte. Ja, ne, aufgrund des Namens habe ich mir gedacht, macht es durchaus Sinn, das wirklich morgens zu verwenden. Da gebe ich mir einfach eine kleine Menge immer auf meinen Finger. Das ist nicht viel, ne? Und batsch das zwischen meine beiden Finger und arbeite das einfach um meine Augen drumherum ein. Also erstmal unter den Augen. Ach, das ist direkt so ein kühlendes, angenehmes Gefühl. Ich meine, ja, ich habe eben auch Augenpatches verwendet, aber an einem Sonntag darf man auch noch mal ein bisschen mehr machen. Dann massiere ich die ganze Geschichte auch bis an die Augenbrauen und ein bisschen drüber einfach so ein und in den Augeninnenwinkel, ne? So. Und da die Sonne scheint, was ihr offensichtlich sehen könnt, sollte man definitiv einen Lichtschutzfaktor verwenden. Den sollte man so oder so verwenden. Man sollte ihn aber halt einfach auch, also man sollte ihn ganzjährig verwenden. Und ich habe hier von Dalton Sun Care Prevent and Control mit Lichtschutzfaktor 50+, dieses Typchen. Und den verwende ich auch ganzjährig. Egal, ob jetzt draußen 30 Grad sind oder minus 3 Grad. Die Sonne scheint ja so oder so, ne? Das ist nämlich hell. Man sollte seinen Lichtschutzfaktor nicht vergessen, denn die Sonne ist so ein Faktor, was deine Haut halt auch altern lässt, klar, durch die Sonnenstrahlen. Und wer mal einen Sonnenbrand im Gesicht hatte, der will es nie wieder haben. Und ich hatte das schon sehr häufig. Kriegt man auch Pigmentflecken und so einen Kram von. Das mag ich nicht so gerne. Natürlich wäre hier mehr, also dass man halt noch mehr aufgibt, aber da ich mich nachher nochmal schminke und so, wäre mir das einfach zu viel im Gesicht und dann wird auch Foundation und so ein Kram nachher krümeln. Das macht dann nicht so viel Spaß. So, jetzt ist mein Gesicht auf jeden Fall gepflegt und vorbereitet für den Tag. Es fühlt sich toll an. Natürlich verwende ich jetzt noch ein Deo, da habe ich von Dove das Pflegegeheimnisse, pflegendes Ritual. Das hatte ich letztens in der Box mit drin. Und ist jetzt bei mir in Daily Use. Verwende ich jetzt jeden Tag so. Ich will so geile Ärmel, theoretisch könnte ich hier reingehen, ne? Das kommt unten einfach wieder raus. Okay, und dann noch ein Parfum, um einfach schön zu duften. Das ist von Goldea The Roman Night. Das habe ich mir, das ist glaube ich mein ältestes Parfum, was ich habe. Das habe ich jetzt in aktueller Anwendung, dass ich das halt auch so ein bisschen aufbrauche. Ja, eigentlich soll man sich das nicht in die Haare machen, eigentlich soll man das nicht an den Arm reiben. Aber ich bin halt ein Rebell, Leute. Führt kein Weg dran vorbei. Und bevor ich das Haus verlasse, Lippenpflege. Da habe ich von By Terry, das hatten wir auch in der Box mit drin, das Baume de Rose. Das ist einfach so eine Lippenpflege. So ein Lipglossöl, würde ich sagen. Das gerade ein bisschen nass war, deswegen musste ich es an meiner Leggings abmachen. Und das kommt drauf. Und normalerweise würde jetzt natürlich noch Schmuck kommen, Mascara würde kommen. Da ich aber gleich noch ein paar Videos drehe und da mich schminke und so, lasse ich das alles jetzt weg. Ja, so seht ihr jetzt nämlich das gepflegte Endergebnis. Ja, meine Haare sind noch ein bisschen wild, aber das sind sie meistens. Ich finde, dass ich auf jeden Fall gepflegter aussehe. Ich sehe frischer aus. Ich habe wieder mehr
Farbe im Gesicht und ja, so fühle ich mich auch definitiv viel, viel wohler, als wenn ich so spackig aus dem Bett krieche, sag ich mal. Ja, ihr Lieben, das war jetzt meine Morgenroutine und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Claudi-Tested-Alles-Videos. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!